Kampfpur hier bei Let's Replay Crash Bash. Wir sind in Beach Ball. Das einzige Level, wo wir gerade irgendwie in irgendeiner Art und Weise Land sehen. Und Chancen, dass wir tatsächlich mal Platin holen können hier. Und ja, ich bin mit meinem Gameplay, wie gesagt, sehr zufrieden hier eigentlich. Aber trotzdem fehlt mir dann in den entscheidenden Situationen das Glück, dass die Gegner den Ball vielleicht etwas anders behandeln, als sie es tun. Und über Runde 2 hinaus kam ich dann auch noch nicht. Mal schauen, ob es diesmal besser klappt. Hoffen wir das mal. Wir müssen eigentlich unseren Schnitt aufrechterhalten. Im letzten Part haben wir gar nichts geschafft. Vielleicht schaffen wir jetzt hier das Platin-Rektier. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Ja, wir haben was geschafft und wir haben was Schweres geschafft. Das ist dann das Wichtige vor allem. Weil irgendwas schaffen, wir können auch einfach den Edelstein bei Mallet Mash holen innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich. Das wird nicht das Ding sein. Okay. Okay, ich weiß nicht, wer hier der Beste gerade ist oder ob die vielleicht alle ganz gut sind. Ich erinnere gerne nochmal daran, der Punktestand hat nichts damit zu tun, ob die wirklich die Besten sind gerade. Da muss man wirklich gucken, wie die hier spielen, wie die Bälle abwehren, wie die Bälle schießen. Dann müssen jetzt nicht unbedingt die meisten Bälle haben. Ich meine, ich würde mich auch durchaus hier als den besten Spieler bezeichnen an sich, aber das heißt nicht, dass ich hier das Spiel gewinne, sondern das heißt einfach nur, dass ich technisch vielleicht ein bisschen überlegener bin. Aber muss nicht, also die KI ist nicht schlecht hier, das darf man auch nochmal gerne betonen. Nee, ich wollte damit einfach nur noch betonen, dass wenn alle auf einen draufgehen, dass man dann trotzdem keine Chance hat. Das war die Essenz meiner Rede. Aber es sieht sehr gut aus. Ich sollte das nicht sagen. Warum sage ich das? Schon kassiere ich wieder 2 Bälle. 6:1:1 ist aber eigentlich trotzdem eine safe Sache, normalerweise. Jetzt haben wir noch den Typen gegenüber übrig. Ja, schieß doch, schieß doch. Ja, nicht so. Das ist doch witzlos. Macht doch gar keinen Spaß so. Einer geht bei ihm rein. Ein Querschläger, komm. Das gibt es nicht. Der hat mich ernsthaft schon krass reduziert, der Typ. Jetzt hat er ein letztes Stündlein geschlagen. Und so, zack. Das ist halt das Praktische, wenn man jetzt einen gegenüber hat. Und vor allem, wenn er nur noch einen hat. Ich meine, solche Bälle kann ich auch ganz gerne vergeigen. Da sage ich nichts gegen. Also, das habe ich nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Aber trotzdem. Ich glaube, ich werde gerade richtig hell, weil die Sonne jetzt wieder richtig rauskommt. Der geht bei mir rein, ich sehe es schon. Der ist schon dafür prädestiniert gewesen, dass er bei mir reingeht. Aber er geht noch bei keinem rein. Er ist immer noch auf dem Feld, der erste Ball. Jetzt geht er bei Tiny rein, gut. Okay, der geht bei Cortex, gut. Gut, Kong ist auch nicht der Beste, hat man gesehen. Hoi, das war super. Ah, ja, ja, ja. Okay. Super, dass der Tiny sich nicht bewegt hat. Wie gesagt, die können sich auch bewegen. Oh mein Gott, jetzt wird's richtig schlimm. Ich sehe schon fast gar nichts mehr. Also ich sehe schon noch was, aber... Mein Bildschirm ist gerade verdammt hell. Hopp, hopp, hopp. Ja, Anfang April halt, ne? Bei euch wahrscheinlich dann schon fast Ende April. Ne, es ist wahrscheinlich dann schon so der... Keine Ahnung. Zweite Hälfte April auf jeden Fall schon. Weil, ja, ich könnte es jetzt ausrechnen, das müsste aber ungefähr passen. Keine Ahnung, um den 17., 18. oder sowas herum könnte das schon tatsächlich publiziert werden. Wenn ich ja nur eine Ahnung hätte, was für ein Datum heute ist. Ich glaube, heute ist der 4. Ja, dann eher ein bisschen später, ne? Ich habe ja, glaube ich, noch 12 Parts. Dann, ja. Ich weiß nicht, ob ich noch auf YouTube habe. Ja, ist eher so um den 20. Ist aber auch vollkommen egal, gerade. Kong ist noch viel zu gut gerade. Was geht bei dem wieder weg? Ich hätte auch wieder eine ganze Schüssel Nägel zum Frühstück verdrückt und zwar ganz ohne Milch. Bitte, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Letztens habe ich mir einen Zeh an der Blumenvase gestoßen und ich habe nur 30 Minuten lang geheult. Nein, ich habe keine Ahnung mehr. Oh. Kong ist vor Tiny weg, das wundert mich ja noch fast. Was heißt, das wundert mich noch fast? Das wundert mich.
2 zu 5. Das wird trotzdem eine sehr spannende Angelegenheit. 4 zu 1. Jawohl, nee, das ist es nicht. Schade. Der hat hier so Kackbälle. Oh mein Gott. Jetzt wird's... Nein. Jetzt wird's gefährlich. Oh mein Gott, nein, nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ich hab die mir selber scharf gemacht und hab ihn vor allem selber mir vorgelegt. Damit ich ihn dann reinmachen konnte. Wow, wow, wow. Heilige, aber ich habe keinen Bock, gleich das Level zu wechseln. Ich mache dann weiter, glaube ich. Sollte ich das jetzt nicht schaffen. Aber ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Ja, ich hab zu sehr vor allem auch auf den anderen Ball geachtet. Weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass der Cortex damit was anstellt, genauso wie jetzt. Der Anfang war ja schon mal alles andere als gut. Aber das muss nichts heißen. Überhaupt nichts. Ich meine, erinnert euch mal gerade daran, wie viel Kong hatte. Und im Endeffekt war er trotzdem noch vor Tiny weg. Weil ich ihn dann halt wieder ein bisschen bearbeitet habe. Cortex hat gerade noch 12. Also noch keinen verloren. Noch keinen kassiert. Oh mein Gott, beide rein. Das. Zeichen stehen schlecht. Okay. Schüsse. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vor allem noch ein bei Cortex rein. 7, 7, 7, 9. 11, 8, 3, 3. Ja, wieso kommt der so weit nach links? Das ist total unlogisch für mich. Schon wieder 3, super. Schon wieder 3 abgewehrt, super. So muss das doch laufen, ne? Ich traue mich ja gar nicht auf die Punkte zu gucken. Für ein spannendes Duell zwischen Cortex und mir am Ende wahrscheinlich. Wenn ich so lange überlebe. Nein! Der eine. Nein! Oh, der war richtig kacke jetzt. Ballert doch wenigstens im Cortex noch ein paar rein, bevor ihr abjuckst hier. Nicht mir. Das war's für Tiny, aber. Das war's für Kong. Das war's nicht für mich. Das war ein Ball für mich, scheiße. Es wird so eng. Bin ja so hyper nervös, zitter am ganzen Körper. Das war kacke. Nein! 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 Scheiße! Ah, der war so unglücklich! Scheiße! Mann! Ich war so knapp dran, Alter! Mann, nein! Scheiße! Ha! Wenn man durch das Spiel wieder so richtig dumme Dinger kassiert. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich will dieses gottverdammte Relikt in diesem Part. Dieses, nicht kein anderes. Und ich glaube, die Form wird jetzt auch hier nicht abnehmen. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest nicht so krass wie sonst immer. Der Cortex ist schon wieder stark. Zumindest hat er noch alle. Und Tiny hat halt auch noch viele. Wie gesagt, muss ja nichts heißen. Ja, Cortex kann aber auch krass abwehren, gerade wieder. Aber sowas nicht. Solche Dinger schön unten ins Eck nicht. So, hervorragend. Erstmal wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Vorerst. Tiny hat ja auch noch nicht gerade viel weg. Aber mehr als wir. Ah, nein! Ich sollte mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen. 2 Vorsprung ist sehr, sehr knapp. Auch gerade bei Cortex, das 2 zu 5. Für ihn war ja alles andere als eindeutig. Aber ich glaube, er hat nicht mal mehr einen kassiert, oder? Hat er sich noch auf 4 reduziert? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr enge Kiste, trotzdem.
channelt immer noch so viel. Wieso hat immer noch so viel, der Sack? Gibt's doch gar nicht. So, Cortex, jetzt lange halten mit den Tiny, noch mal ein bisschen Joke vollhauen hier. Ja, und ich schieb ihm den Ball wieder rein. Nee. Nicht ganz. Ah, er hat nur noch 4, gut. Hat ja auf jeden Fall noch was kassiert. So, jetzt ist Cortex erstmal weg. Ja, der Tiny verteidigt auch gerade wieder richtig gut. Ja, mehr als das Doppelte, also komm. Ah ja, kassiert 2 auf einmal, das ist definitiv sein Todesurteil gewesen. Wenn er das jetzt noch packt, ist er einfach nur crank. Ah, mit 2 kann man sich halt wirklich noch richtig gut verteidigen, aber mit 1 ist man im Arsch. Da darf der Gegner nicht mehr als 3 haben und das ist schon sehr, sehr kritisch. Und ich werde mehr als 3 haben, wenn er nur noch 1 hat. Denn es ist jetzt der Fall. Jetzt kann es. Er kann es nicht mehr schaffen. Der haut sich selber einen rein, ja, war klar. Heilige Kacke, 1 Drittel verloren. Eieieiei. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für die kommenden Runden, wenn man jetzt noch so viele Bälle hat. Vorhin war die erste Runde ziemlich knapp, wo wir jetzt in die dritte Runde gekommen sind. Da war die zweite dann auch dementsprechend knapp. Aber ich hatte halt trotzdem eine Chance. Aber jetzt habe ich halt eine sehr leichte Runde gehabt. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich eine hammerharte Runde. Also das heißt, leichte Runde. Es war keine leichte Runde, aber ich hatte halt noch viel übrig. Das heißt, sie werden jetzt wahrscheinlich noch aggressiver auf mich draufgehen. Warum auch immer. Oder ich werde einfach generell mehr Pech haben mit Bällen und sonst was. Hab ich auch nicht so mit gerechnet, dass da der Cortex hier noch so rausangelt da. Schön, dass ich da war. Ah, das war schön und der bei Cortex geht auch noch rein. Aber Tiny auch noch alle. Das geht nicht. Ja, den wollte ich auch eigentlich eher bei Tiny reinjagen. War nicht so erfolgreich. Hui, ist sehr gefährlich geworden. Ballert doch mal aus dem Tiny rein. Tiny, nicht du mir. Mann soll dir einen reinjagen. Oder mehrere am besten. Ja, das war schön. Die anderen beiden vegetieren hier so vor sich hin. Ja, da wäre ich nämlich zum Beispiel wieder gearscht gewesen, wenn ich jetzt einfach nur auf den Kong gewartet hätte und mich nicht um den anderen Ball gekümmert hätte. Weil wenn er da nicht abschießt und der Ball einfach reintrudelt, dann kommt man sich auch einfach mega verarscht vor. Was ja auch wahrscheinlich dann das Ziel von Kong ist. Na, ja, ich muss auf Tiny achten. Das hat jetzt alles beides nicht geklappt. Super. Dann wieder spannende Kiste. Ich muss auf den da unten achten. Mein Gott, ja, super, scheiße. Dass er den so abwehrt, kann ich jetzt auch nicht so predikten. Das war schon mal wichtig. Boah, Tiny immer mit seinen unteren von den 2 Bällen, ey. Dass die immer so richtig behindert kommen. Ja, Cortex, super, danke. Cortex und Kong haben nur noch einen. Die sollten jetzt nochmal schnell loswerden, weil die fucken mich ab hier beide. Auch wenn die mir helfen können, aber gerade tun sie das eher nicht. 4-4, scheiße. Jetzt Cortex, das war's mit dem Helfen. Aber der geht easy rein, das ist schön. Easy win. Also, in dem Fall, ob das ein Gesamtwin wird, schauen wir dann mal. Die Runde ist sehr, sehr knapp wieder mal. Oh mein Gott, das war super. Er hat 2 kassiert, ich habe 1 kassiert dadurch. 1-3 sieht gut aus, aber ist auf jeden Fall noch machbar für den mit dem 1. Das ist Tiny. Aber lieber so als andersrum. Natürlich. Keine Frage. Der geht rein, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So, komm, wieder dritte Runde. Ich habe ja gesagt, das hat hier nicht so einen Formabfall wie bei anderen Spielen. Wie bei anderen Leveln. Wirklich nicht. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Danach kommt aber auf jeden Fall mal ein Polar Push Level. Weil dann noch Embolism, das muss gerade da nicht sein. Ich wollte einfach nur warten, bis er den Ball basht. Tiny wieder. Tiny ist aber auch ein harter Brocken hier in dem Beach Ball.
Der ist irgendwie auf jeden Fall der, der am häufigsten hier mit mir übrig ist. Wenn ich denn dann übrig bin. Was ist in letzter Zeit oft der Fall, ja. Der kommt wieder weiter rechts, als ich denke wahrscheinlich. Oh, der kommt gar nicht. Noch besser. Ich muss auf den von Cortex achten gerade. Sorry, Tiny. Das hat Tiny die wenigsten. Interessante Sache. Oh, es ist so spannend. Es ist so unendlich spannend. Ah, den hätte ich einfach wegballern sollen. Meinen, den ich gehabt habe. Hätte ich mich mehr auf den Rest konzentrieren können. Ist war knapp. Sehr spannende Sache hier. Nein! Das kann eine böse Phase eingeläutet haben. Kann. Jetzt ist Tiny aber ziemlich im Arsch gerade. Krasse Sache. Dass er so abbauen kann. Hätte ich es auch nicht erwartet. Cortex ist führende. Mit mir. Führende KI auf jeden Fall. Okay. Okay. 6, 5, 7. Ich hätte lieber die 7. Okay. Was macht man jetzt mit den Bällen? War die Frage. Okay, es wird ein Herzschlagfinale zwischen mir und Cortex. Mal wieder. War das nicht gerade auch so in der letzten Runde? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Kong muss vor allem einfach weg. Ist einfach weg. Ja, der eine war jetzt bestvoll. Ja, der fuckt mich mit seinen Bällen am meisten ab. Ah. Nein, nein, nein! Nein! Das war so scheiße jetzt! Ich sag ja, der Kong, der fuckt mich ab wie sonst was. Du Bastard! Echt! Boah, du schwule, pinke Ratte da! Bah! Der fuckt mich ja so ab, der Typ. Mann, mit seinen scheiß Bällen da immer, ey. Alter, dieser Typ. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach wie die Pest. Bah. So viel zum Herzschlagfinale mit mir und Cortex. Nein! Weg! Kein Bock auf die Scheiße. Ihr frisst die Scheiße, echt. Ich hab keinen Bock, dann da direkt wieder zwei auf einmal reingepfeffert zu bekommen und fünf Stunden zu warten, bis dann da irgendwas passiert. Echt nicht. Aber ich will dieses schwule Relikt jetzt haben, mein Gott. Es kann ja jetzt nicht wahr sein. Meine Fresse. Das sehe ich nicht ein. Bah. Diese Assis. Jetzt können es mit dem Abfall schon wieder was anderes werden, weil ich jetzt einfach nur aggressiv bin, weil der Piss an mir so viele Dinge reingejodelt hat, die so kacke waren. Wo ich einfach nichts machen konnte. Hätte ja den einen unten rechts da wenigstens noch bekommen, nachdem ich den links kassiert hätte, wäre das die andere Sache gewesen. Aber da hatte ich keinen Boost mehr. Weil ich den linken halt noch aufhalten wollte. Das ist Sache. Das ist einfach nur... Ah, Mann! Ärgerlich! So fucking ärgerlich! Ah, wieder so dumme Querschläger! Die hasse ich dann jetzt gerade am meisten. Ich will ihm einfach nur alles reinjagen da oben. Ne? Alles. Alles, was ich kriegen kann. Ist mir scheißegal, wenn er mir da was reinballern will. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Die scheiß Nutte da, ey. Mann, Mann, Mann. Stört beim Spielen. Soll sich verpissen. Machen wir das so. Okay, zwei bei Cortex. Wollte ich eigentlich ein bisschen gerechter verteilen. Ja, Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Der Kong kassiert zu wenig, der Tiny natürlich auch, aber der Kong ist gerade wieder mega overpowered, habe ich das Gefühl. Der Tiny kassiert dann noch durch den Cortex, der noch da ist. Auch nicht mehr lange. Mann, du schwuler Tiger, ey! Bah! Miststück. Unglaublich. Okay. Sieht doch schon deutlich, ne? Besser aus. Jetzt nicht mehr so deutlich.
Aber die beiden sind ungefähr gleich stark, habe ich das Gefühl. Mag auch wieder nur so ein Gefühl sein. Vielleicht hat Tiny auch einfach nicht genug Kontra bekommen von Cortex. Wo Naris tatsächlich schon fast aussieht. Bei den Kong habe ich ja beballert bis zum geht nicht mehr. Das hat einfach nicht hingehauen. Der wollte einfach nicht kassieren, der Sack. Ja. Tiny hat tatsächlich zu wenig Kontra bekommen. Was sich jetzt geändert hat. Weil ich mich jetzt auch mehr auf ihn fokussiert habe. Wieso? Komm, schieß ab. Schieß doch ab. Traust dich nicht. So, Wichser. Dass keiner von denen direkt reingegangen ist, von den beiden. Ist traurig. Ah, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hänge jetzt nicht eine Stunde umsonst. Ich nicht. Man sind schon 50 Minuten. Zwar nicht in dem Level, aber in dem haben wir jetzt bestimmt auch schon mindestens eine halbe Stunde. Keine Ahnung, wann ich genau gewechselt habe. So, Kong erstmal zwei rein. Dass der mich da gegenüber nicht wieder abfuckt. Ich habe gerade einfach kranken Hass auf den. Es war schön, dass der genau in dem Moment abgeschossen hat. Boah. Boah. Das ist gerade Reaktion und Glück und alles auf einmal. Oh mein Gott. Das ist so gut gerade. Aber Tiny ist auch wieder so gut. Wieso? Damit ich einen Konkurrenten habe. Ja, muss aber nicht sein. Ja, den konnte ich mal wieder nicht abwehren. Hui, ich hätte nicht gedacht, dass er die abschießt, muss ich sagen. Jetzt haben alle sieben. Außer ich. Ja. Da habe ich fast meinen Boost verschwendet, weil ich dachte, dass er den früher abschießt, den Shit. Den einen, den ich halt wieder kassieren muss. Jetzt ist Kong wieder nicht mehr der Schlechteste. Es ist so krass, wie sich das wendet und ich bin gleich der Schlechteste. Eine sehr spannende Runde. Aber es ist ja leider, glaube ich, die erste, ne? Ich habe schon ja voll den Überblick verloren. Ich glaube, ja, und diese zwei Bälle, die waren so kacke. Und wieso musste ich denen auch noch... Ey! Boah, wenn die sich wieder auf mich eingeschossen haben, ne? Dann haben sie wirklich auf mich eingeschossen. Tatsächlich. Oh, das war gut, dass ich ihn rausgefischt habe, weil sonst wäre ich wieder mit einem hier rumgeeiert. Es war super, dass der Ball da gerade kam, dass ich dann den Boost benutzen musste. Aber ich bin nicht als Erster gegangen, das ist erfreulich. Der war bei Cortex drin super. Mit zweien hatten halt noch eine Chance. Ui, aber nicht, wenn Kong dann da drei abballert. Oh, doch, gerade dann. Offenbar. Ja, und der ist noch früher weg als ich, das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich, tut mir leid. Aber mega lächerlich. Der war doch schon längst tot. Bah, ekelhaft. Der neue Affe. Ja, jetzt hat er so einen Hass auf diesen Kong, ey. So ein Pisser. Na. Bastard. Ja, der steht aber auch einfach gerade kacke, dass ich dem überhaupt nicht so richtig klar einen reinhämmern kann im Kong. Der ist gerade zu gut. Na, Mann! Ja, so dumme Dinge. Natürlich hat er ihn rausgefischt. Und natürlich bin ich daran vorbeigefahren. Ja, ich meine, hat er jetzt einen Doppelschlag bekommen, der Bastard. Hat er verdient. Scheiß mal darauf, dass Tiny gerade besser ist, aber. Ich muss gerade einfach meine Aggression gegen Kong rauslassen. Vor allem. Überwiegend. Nicht, dass ich mich nicht auf die anderen noch konzentriere. Wenn ich da die Chance zu bekomme. Hui, den hat er mir quasi selber gerettet. Also der hat mich damit quasi ein bisschen gerettet. Auch wenn ich da gewesen wäre. Ist ja schon nett vom Tiny.
kommen wir jetzt die wenigsten. Momentan. Aber dem ändert sich das ja ganz schnell. Mann, der Bastard, der wird ja auch immer so asozial ab, ey. Oh, zwei bei Cortex rein. Der ist gerade nicht auf Zack, der ist jetzt gleich recht schnell weg. Wenn er jetzt nur einen heftigen bekommt. Möchte ich mich aber noch nicht drauf konzentrieren. Da gibt es erstmal schwierigere Gegner. Ja, gut. Oh, Kong ist vor Cortex weg. Das ist wirklich überraschend, muss ich sagen. Aber gut, wenn ich ihn natürlich auch hier wieder Premium-Bälle anbiete. Umso besser. Ja, mach noch den Schlag und dann bist du weg am besten. Hauptsache, du hast Tiny ja nochmal einen mitgegeben. Hervorragend. So muss das laufen. Genau, so kann man sich halt auch vorlegen, aber das ist schwierig. Vor allem muss man da auch wirklich genug Bälle zu haben, weil wenn er dann selber bei einem reingeht, findet man das natürlich nicht mehr so geil, dass man das gemacht hat. Und man muss halt auch wissen, dass der Gegner dann unten ist und man den, die dann oben reinhämmern kann. Oder halt andersrum. Wenn er natürlich so in der Mitte steht, ist es knifflig. Der geht rein, komm. Der geht rein. Der ist reingegangen und hat eigentlich auch, der hat gedingst, aber der hatte nur noch einen. Verstehe ich nicht. Das Spiel hat wieder irgendwas nicht gezählt, glaube ich, oder? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Der hätte eigentlich weg sein müssen, der Tiny, aber Fair gewinnt jetzt auch so. Es geht zum Partende. Das werden so die letzten Versuche sein, wenn ich jetzt in die dritte Runde kommen sollte. Und deswegen wäre das echt wunderschön, ne? Vor allem, wenn wir in den beiden Parts überhaupt noch was geschafft haben. Der Affe lässt sich auch nicht beeindrucken, ey. Bleibt einfach eiskalt an der Stelle stehen, der. Der Raikön da oben. Der Eismann. I know what I'm doing und so, ne? Leave me alone. Dazu gibt's ernsthaft T-Shirts, ey. Zu diesem Spruch. Ah, oh, das war super. Sowas in der dritten Runde mal, ey. Ist ja so Gold wert. Oh mein Gott, das war so gut. Der größte Lappen neben mir hat man wieder die meisten Punkte da, der Cortex. Hopp! Okay. Okay. Ja, der Cortex ist echt gerade ein bisschen radioaktiv hier, ey. Was ist Scheiße. Ja, da hat er wieder einen leichtfertig kassiert, das ist schön. Ah! Mann! Hier speed ich auch übrigens die ganze Zeit durch, was ja teilweise auch mal helfen kann, das nicht zu tun, aber das Spiel ist einfach so schnelllebig oder kann so schnelllebig sein, dieses Minispiel hier, dieses Level. Ich das eigentlich echt nicht riskieren will, da lang zu schleichen irgendwie. Und da eher schnell von A nach B muss als langsam. Weil man dann dabei vorbeifährt und so. Deswegen langsam. Weil wieso sollte man sich in einem Spiel sonst langsam hier fortbewegen? In diesen Ballistics. Es bleibt spannend hier. Kann Tiny vielleicht noch was ausrichten hier? Als Zünglein an der Waage? Wahrscheinlich höchstens gegen mich. Cortex kassiert nicht mehr. Na, ich aber. Jetzt kassiert auch Cortex wieder. Zwei sogar. Sehr gut. So will ich das sehen. Von unserem Doktor. Sehr gut. Der schießt doch noch gegen... Ja, und trifft damit auch noch. Also, ist dann auch erfolgreich damit. Schon so ein gefährliches Ding. Ja, der ging bei ihm rein. Gut. War klar, dass sie gefährlich werden. Noch sehr gut. Der untere wäre problematisch geworden. Oh, scheiße. Ist erst die zweite Runde, aber trotzdem wieder sehr spannend. Nein. Ja, gut. Ja, nicht gut. 2-1 ist immer sehr gefährlich. Man muss nur einen reinkriegen und dann ist es sehr, sehr offen. Natürlich, Cortex muss auch nur noch einen reinkriegen. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille.
Klaro. Da muss einer reingehen bei dem. Da muss doch einer reingehen. Yes! Oh mein Gott! Es ist kein Platin-Klick jetzt, aber... Hui! Komm, das war jetzt ein richtiges Finale. Dann kriege ich jetzt eine chillige Runde, okay? So, das muss ich nicht normal haben. Aber dass bei dem einfach keiner reingegangen ist von diesen... Ich komme nicht drauf klar. Wirklich nicht. Junge, war das krank. Oh mein Gott. Ja, ja, das war super. Best case, würde ich sagen. Best case, mein Gott, best case, ja. Am besten eingepackt. Ja, gut. Ah, den hat er noch gehabt. Was geht bei dem? Yo, Digga, nein! Nein! Die beiden Bälle waren jetzt kacke. Die waren richtig kacke. Und so unnötig, vor allem der eine, weil ich den geschossen habe. Und das nicht nötig war. Das war überhaupt nicht nötig. Da wird einer von Cortex wieder richtig mies abprallen. Oder bei Tiny Land. Nein, wieder zwei. So kacke. Der Cortex hat schon wieder einen. Den einen musste ich loswerden. Damit ich bashen kann. Ja, bei Crash Bash muss man auch manchmal bashen. Tatsächlich. Soll vorkommen. Boah, das war wichtig. Dass ich da keinen kassiert. Vor allem hätte ich zwei kassiert, wenn. Wahrscheinlich. Schätze ich mal. Sehr ausgeglichen. Nur weil Tiny einen mehr hat, das heißt überhaupt nichts gerade. Uiuiui. Knifflige Sache. Ich gucke nicht auf den Punktestand gerade. Jetzt wieder. Oh Gott, Tiny. Tiny hat viel zu viel. Gefährlich, gefährlich. Oh mein Gott, ja. Gut. Tiny hat mega kassiert gerade. Nein, nein, nein! Das war wieder so scheiße. Drei auf einmal. Scheiße, das kann ich vergessen. Das kann ich schon wieder. Na, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Auf keinen Fall. Oh, der eine als Abwehr war wirklich saugut. Ihr könnt euch gegenseitig richtig bestäuben hier. Gerne. Nur lasst mich dabei außen vor. Die schnellen Bälle sind wichtig, damit die kassieren, aber sind sehr gefährlich auch für mich. Ich wollte doch nicht wieder so ein Finale wie gerade. Jetzt ist es doch wieder so eins. Oh mein Gott. Nein, nein. 1:1. 1:1. Ich komme mir selber rein. Ich hätte es lassen sollen. Nein, 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 nein.